Verkaufstechnik Stoßdämpfer. Ja, Stoßdämpfertechnik. Was bedeutet das? Stoßdämpfer kennen wir vom Auto. Das federt uns die Schläge vom Boden ab, beziehungsweise dass wir die direkt nicht im Auto beziehungsweise im Körper spüren. Und so ist es ja im Verkauf auch. Stoßdämpfer werden da eingesetzt, wo uns der Kunde oberflächliche Argumente liefert gegen den Verkauf beziehungsweise uns abwimmeln will. Denn im Endeffekt wollen wir ja tiefer im Verkaufsgespräch eindringen und dann zu sehen, was möglich ist beziehungsweise ob der Verkauf dann im Endeffekt für uns ein Ergebnis liefert. Und deswegen setzen wir die Stoßdämpfertechnik ein. Es geht folgendermaßen: Der Kunde argumentiert und sagt, ich habe keine Zeit. Jetzt kommt mein Stoßdämpferargument. Okay, Kunde, ich verstehe, Sie haben keine Zeit. Doch wenn Sie durch das Produkt oder die Dienstleistung mehr Zeit bekommen, wäre es dann interessant für Sie grundsätzlich? Und dann ist es wichtig, auch mit nicht geschlossenen, sondern offenen Fragen zu argumentieren. Also nicht gleich, dass der Kunde sagt ja oder nein, dann ist es weg, das Gespräch, sondern einfach, wo er Argument bzw. selber wieder Sachen ins Feld führen muss. Ein weiteres Stoßdämpfer-Gegenargument, was wir liefern können, ist bei der Sache, wenn er sagt, ich habe kein Geld dafür, für Dienstleistung, Produkt. Okay, Kunde, ich verstehe, wenn Sie durch das Produkt oder die Dienstleistung mehr Geld generieren können, wäre es dann grundsätzlich für Sie interessant, dieses Produkt oder diese Dienstleistung mal zu testen. Und so gibt es noch einige, die mit Stoßdämpfern wieder reaktiviert bzw. das Verkaufsgespräch offen zu halten bzw. weiterzuführen. Es geht nicht darum, den Kunden was aufzudrücken, sondern nur einmal sein oberflächliches Argument bzw. sein Abwimmelargument zu entgegnen und dadurch das Gespräch länger zu führen bzw. in den Verkauf stärker einzusteigen. In diesem Sinne, alles Gute für eure Verkäufe und wünscht euch euer Siegercoach Sven William. Verkaufen ist Hochleistungssport. Wir hören und sehen uns. Ciao.